Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Jo, wir sind endlich mal wieder da. Ich glaube, das letzte Mal hat etwas gedauert. Aber gut, wir kümmern uns jetzt erst einmal darum, hier Yggdrasil zu clearen. Dafür werde ich jetzt in den Gaia's Garden Teleporter reinspringen, der uns hoffentlich zurück dahin bringt, wo wir damals waren. Das war der falsche Spell. Das war noch ein. Da war das hier einer. Ah, ohne das in der Mitte. Jo, damit sind wir tatsächlich wieder hier oben. Von hier aus könnte ich wahrscheinlich immer noch nicht in die Fallen-Gebiete rein. Nö. Schade. Das wäre nämlich eine ziemlich gute Abkürzung gewesen eigentlich. Wo könnte ich sonst? Hier geht's hoch und hier geht's auch hoch. Da komme ich nur dahin und kann hier wieder runter. Das bringt mir nicht so viel. Also gehe ich da drüben die Treppe hoch und Licht geht aus. Also hier hoch. Das bringt mich auch zu unserer alten Rumpelkammer mal zurück. Genau diese hier. Da sind die ganzen Dagger-Bücher auch noch dabei, glaube ich. Shortblades, genau. Die ich mitnehmen und nutzen könnte. Dafür bräuchte ich nur einen Sack wahrscheinlich. Und die wiegen ein Kilo, da sollte ich aufpassen mit. Bodybuilding Athletics, ne. Ja, da haben wir das ganze Knochenzeug und so liegen gelassen. Wo sind denn die? Ach, da sind die Knochensäcke, oder? Jo. Habe ich noch mehr für den Sack? Nee. Für den Sack habe ich aber ein bisschen was. Trägt noch irgendjemand Knochen oder so mit sich rum, außer die Knochen? Nö. Gut, was wir sonst noch so nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel den Wand of Light, können wir jetzt alles hier irgendwo aussortieren. Am besten hier mal hin, so. Schätze will ich behalten. Das ist eigentlich Munition, die ich gern behalten möchte. Also bleibt die mal da. Der Stormbolter, den will ich auch gern behalten. Ich will aber die ganzen Bögen, die ich nicht brauche, mal loswerden. Der da ist nämlich irgendwie am besten, der Arrow Flash Bow. Hat jedenfalls ziemlich hohen Speed und so weiter. Das Ding hat zwar höhere Attack Power. Aber, nicht ganz so toll. Das Ding ist cursed. Also will ich damit nichts zu tun haben. Hier ist nichts Besonderes mehr drin, was wir brauchen könnten.
Crossbow Gravel. Hm. Nicht so wirklich. Shield of Elements. Nö, da ist mir das Shield of the Wilds irgendwie lieber. Health Energy. Resist Poison. Hätte halt höhere Evasion. Wiegt aber auch mehr. Und so ein Shit brauchen wir nicht mehr. Das Muramasa Blade. Ja, können wir mal aufheben. Ja, das war mit den vier Ores, von denen mir immer noch eins fehlt. Ja. Crown and Sword haben wir immer noch nicht. Ob wir das hier brauchen, noch brauchen, na, gucken wir mal. Bei ihm ist aufgeräumt, bei ihm ist aufgeräumt, bei ihr, ja, sind alle aufgeräumt. Dann nimm du das mal mit, dass wir es haben. So, und jetzt heißt es wieder nach oben. Ah, Mist. Naja, dafür gibt es ja den Schnellausgang hier. So, jetzt muss ich gucken, wo wieder D ist. Das kenne ich nämlich noch, das Spielchen. Jetzt sind wir nämlich wieder einen Schritt vorwärts, dass ich sehe, wo wir sind. Hier ganz am Anfang können. Relax the keys to run in circles. Wir können jetzt wieder uns auf den Weg nach oben machen. Hier hatten wir übrigens auch eine kleine Rumpelkammer. Also, soweit ich weiß, haben wir hier ein Bracelet zurückgelassen. Was für eins war denn das? Achso, das war das, was nur Fighter anlegen können. Genau. Deswegen bringt uns das Ding nichts. Ja, der große... Der Weg zur großen Treppe, den haben wir auch immer noch nicht geöffnet. Genauso wie wir hier noch Teile ungeöffnet haben. Jetzt will ich aber... Ja, so kommt man auch wahrscheinlich schnell von A nach B. Aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Ah, falscher Weg. Ja, hier durch wollte ich. Und da geht's runter. Wo geht's? Nach oben nochmal. Da geht's nach oben. Da geht's runter. Ja, irgendwo dahin, hä? Wo ging's dahin nochmal runter? Ja, da sind wir hoch. Das war ja der Notausgang, stimmt. Da sind wir hier hochgekommen. Wo ging's da runter? Wo sind wir da gelandet gewesen? Weiß ich jetzt gerade selber. Ach so, hier geht's überall hoch. Nee, da geht's in dieses Gebiet hier. Ja, da sind wir damals runtergekommen. Hier. Hier geht's hoch. Das kommen wir hier hin. Das bringt aber auch nicht viel.
Hier müssen wir hoch. Der bringt mich in den Geiersgarten. Hatten wir hier sonst noch irgendwo einen Geiersgarten? Only the four. Ach ja, da ist der Geiers Gateway. Aber nee, wir gehen erstmal in den obersten. Ja, hier scheine ich recht richtig zu sein. Oder ich port mich einfach mal hoch. Und land wenigstens wieder hier. Ja. Da muss ich hier einfach durch. Kann den hier antatschen. Ja, und bin hier. Das muss ich gerade mal überlegen. Treppe hoch. Brunnen. Ja, hier ist immer noch der Great Staircase. Massiver Einsturz. Only the Fall may pass. Born. Ja, Gold Key, genau. Worauf ich nämlich irgendwann mal gekommen bin. War, dass man vielleicht hier das Licht erstmal wieder anmacht, eine Münze statt einem Schlüssel benutzen kann. Weil für irgendwas müssen die Münzen ja gut sein. Oder kann ich die transmutieren? Bevor ich das ausprobiere. Wo ist Transmutate nochmal? Da. Nein. Gut. Hatte nämlich die Idee, dass man vielleicht diese Münzen irgendwie als Schlüssel verwenden kann. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Weil ich sammle jetzt schon seit zig Leveln diese Münzen. Bin aber nie drauf gekommen, wofür man die einsetzen kann. Weil hier ist zum Beispiel immer noch der Gold Key. Also das... Der ist Schlüsselloch für einen Gold Key. Mein Destruction wirkt hier immer noch nicht drauf, gell? Nope. Nichts, was man hier zerstören könnte. Was macht der hier nochmal? Resurrect, Cleansing Light und Divine Plating become more powerful. Ne. Gut, das heißt, wir gehen jetzt hier zurück in Gaias Garten. Also nach Yggdrasil. Landen erstmal hier oben. Hier kann ich auch nichts mit Goldmünzen anfangen, oder? Nicht wirklich. Aber ich kann schon mal die Orte löschen. Also gucken wir erst hier nach. Da wäre der Weg zurück.